Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar SteelTrader Helpdesk Fragen und Antworten mit dem SteelTrader Entwickler Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass auch zu diesem Webinar so viele heute live dabei sind. Das ist auch gut so, denn das Webinar ist ja auch für Sie gedacht. Das heißt, Sie können rechts haben Sie die Möglichkeit, die Chat-Funktion zu nutzen und auch gerne jetzt schon Ihre Fragen reinstellen. Und in der Regel beantworten wir auch wirklich alle Fragen, wenn das alles zeitlich passt. Nichtsdestotrotz einmal den Risikohinweis. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen, wobei es heute weniger um Live-Trades geht oder ums Trading allgemein, aber trotzdem. Und Sie müssen am Ende immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Gut, dann, Dirk, übergebe ich sehr gern den Bildschirm. So. Jo, dann auch von meiner Seite hier live bei Sonnenschein aus Kalifornien. Herzlich willkommen zum, jetzt hätte ich fast gesagt, Live-Trading-Webinar. Nein, zum SteelTrader Helpdesk. Hier mit FX Flat und dem SteelTrader und wie der Nelson schon gesagt hat, wir versuchen hier alles Mögliche zu beantworten, was an Fragen kommt. Und ja, also wobei ich muss halt leider so, was heißt leider, ich muss so ein bisschen einschränken. Ich bin hier so ein bisschen eingeschränkt heute, was jetzt die Darstellung angeht hier vom SteelTrader beziehungsweise speziell jetzt auf dem MetaTrader 5, weil das hier alles gerade im Umbruch ist und es jetzt leider nicht möglich war, das mal eben zu resetten auf die Version, die momentan draußen ist. Das heißt, was man hier heute sieht, das ist so ein Zwischenstadium halt auf das, was da halt demnächst kommt mit einer neuen Version, mit neuen Features. Auch ein paar Sachen, Design haben sich geändert. Aber im Wesentlichen ist es natürlich immer noch der SteelTrader und natürlich die Funktionen, die in der jetzigen Version drin sind. Ich glaube, das ist die 2065. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Die sind natürlich hier auch drin und es gibt dann halt eher so ein paar neuere Sachen. Also bitte nicht wundern, wenn es bei mir jetzt nochmal ein bisschen anders aussieht als momentan bei euch. Das ist halt auch, wie gesagt, noch nicht irgendwie so das der Weisheit letzter Schluss, was man hier sieht. Aber es ist irgendwo so dazwischen, zwischen dem, was jetzt da ist und was halt als nächstes kommt. Aber es ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant, halt mal zu sehen, wie es denn in Zukunft weitergeht. So, jetzt haben wir natürlich wie immer das Problem, weil ich ja auch hier noch nichts gesehen habe, irgendwie von einem Update von GoToWebinar. Das heißt, ich kann halt nach wie vor keine Fragen sehen hier auf dem Mac. Das ist so ein bisschen traurig, aber der Nelson ist ja bestimmt so nett und liest mir das auf Portugiesisch alles übersetzt vor. Genau, so machen wir das. Wir hatten aber, ich hatte dir auch schon ein paar Feedbacks gegeben. Vielleicht können wir da nochmal drauf zurückgreifen. Und zwar ging es einmal um diesen Range Breakout M. Der wurde bei einigen unten im Indikatorfenster nicht dargestellt. Vielleicht kannst du das mal anschauen. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, ne, ob das denn jetzt hier genauso ist. Ich glaube nämlich nicht, okay, weil hier natürlich alles einmal halt schon ein paar Schritte halt weiter ist. Das heißt, aber wenn der jetzt nicht dargestellt wird, was man ja halt machen kann, ist, man kann ja halt einfach in dem Fall Rechtsklick und dann halt mal aktualisieren. Das müsste tatsächlich sogar gehen. Ich meine, ich mache das hier mal eben raus. Wenn man da Rechtsklick und dann halt aktualisieren, nee, dann macht er das nur so, dann andersrum, dann halt hier in dem Fall Rechtsklick auf Ändern. So, und da geht ja halt der MetaTrader Editor auf. Das heißt, das ist ja ohnehin, das muss man immer wieder dazu sagen, Samples. Ja, das sind nur Beispiele. Das sind nicht unbedingt fertige Add-ons, die man da halt so ohne weiteres halt irgendwie da halt einbinden kann, sondern das sind tatsächlich nur Samples, also Beispiele. So, und wenn man das Ding hier auf hat, dann einfach auf Kompilieren und solange da unten keine Fehlermeldung erscheint, wie jetzt hier, und dann spätestens dann sollte es aber funktionieren. Das heißt, dann einfach nochmal hier reinziehen und dann sollte das da sein. Also nochmal, Rechtsklick, Ändern, dann kommt man hier in den Quellcode rein
von diesem Beispiel dann oben auf, kompilieren und dann sollte das da sein, beziehungsweise dann auch entsprechend angezeigt werden. Okay, vielleicht nur ganz kurz, weil ich ja auch eine Frage sehe, was mit dem Stereotwitter nichts zu tun hat im ersten Moment. Deswegen bitte die Fragen mehr oder weniger auf den Stereotrader einschränken. Wenn man das kombinieren kann mit dem Metatrader, dann gerne. Aber das Webinar hier geht es erstmal um den Stereotrader. Gut, wie kommt man zu der Version oder zu dem Add-on, in der man die Charts abdocken kann? Habe ich heute auch schon von einem Kunden gehört, der hätte angeblich eine Stereotrader-Version gehabt, wo man den Chart abdocken kann. Weißt du was davon? Nein, weiß ich nichts davon. Also gab es auch nicht, ne? So, ich habe hier gerade einen wunderschönen Ausfall. Ach du lieber Gott, du ahnst es nicht. Ich kann hier gerade nichts mehr klicken. Genau. Also um die Frage mal kurz zu beantworten. Grundsätzlich mit dem Metatrader 5 hat man ja die Funktion jetzt schon bereits integriert und dann kann man das auch inklusive Stereotrader abdocken. Ne, rechter Mausklick und dann entsprechend gibt es eine Funktion, heißt angedockt und da kann man das entsprechend machen. Ja. So, und bei dir geht es nicht. Falls du doch noch ein anderes Thema hast, weil hier bei mir geht hier gerade gar nichts mehr. Hier hat sich die Verbindung zu meinem VPS gerade verabschiedet und hat auch irgendwie keine Lust mehr, so wie ich das halt sehe. Ich versuche es mal auf dem anderen Schirm irgendwie noch parallel, ob sich da halt was tut. Das ist natürlich jetzt total klasse. Okay, dann nehme ich noch die Frage nochmal rein kurz, während du da noch ein bisschen bastelst. Ja. Und zwar kam hier die Frage, ob es einen Indikator gibt, beziehungsweise die Möglichkeit, einen gleitenden Durchschnitt aus einer höheren Zeiteinheit in eine kleinere Zeiteinheit einblenden oder anzeigen zu lassen. Also generell grundsätzlich habe ich schon solche Indikatoren gesehen, wo man entsprechend den EMA 20 aus dem Daily mit 5-Minuten-Chart darstellen kann. Dann einfach bitte da entsprechend im Internet suchen. Solche Indikatoren gibt es. Aber jetzt in Verbindung mit dem Serial Trader, soweit ich weiß, korrigiere mich da, Dirk, gibt es sowas noch nicht. Man kann das theoretisch natürlich über die API relativ einfach, also relativ, ne, einfach halt machen, aber halt ist jetzt nicht irgendwie per Standard drin, also das jetzt halt nicht. So, ich muss mich hier leider mal irgendwie ausklinken, mal gucken, ob das jetzt irgendwas bringt hier. Mann, ey, das ist natürlich jetzt echt klasse. So, da sind wir wieder. Gucken, ob das jetzt was, ob das ausreicht. So, ich habe hier nämlich mal kurz von anderer Seite angestoßen. Okay, also wie gesagt, kann man über die API natürlich machen, aber also sollte man natürlich programmieren können. Und ansonsten, wenn man halt mit der Indikatoren-Schnittstelle noch nichts zu tun hatte, dann ist es natürlich nicht ohne weiteres machbar. Aber es gibt ja mittlerweile auch einige Programmierer hier in der Stereotrader-Runde. Vielleicht hat ja auch jemand Lust, sowas zu machen, vielleicht mal als Anstoß. Wir haben ja auch die Community-Projekte und schon mittlerweile den einen oder anderen, allen voran der Timo, der sich halt hier eingebracht hat und das NG-Range-Add-on auch weiter, also hier von dem Norbert weiter nach vorne gebracht hat. Aber das gibt es sicherlich auch noch den einen oder anderen. Also da vielleicht auch einfach mal in der Gruppe fragen, ob jemand Lust hat, sowas zu machen. Weil Riesenaufwand ist es nicht, auf jeden Fall, falls man da nicht fündig werden sollte. Okay, dann nächste Frage, was jetzt gerade reingekommen ist. Beim Wechsel der Zeiteinheiten in D30 Mini von M15 auf M3 dauert das Laden des Value Profiles sehr lange. Woran kann das liegen? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist insgesamt, ich kann es leider nicht zeigen, weil ich, wie gerade schon gesagt habe, ich bin im MT5 vor allen Dingen gerade sehr eingeschränkt. Ich kann es dort leider nicht zeigen. Ich weiß, das ist bekannt. Das liegt einfach tatsächlich, fürchte ich, an der Performance, an der Gesamtperformance von MT5.
Und weil dort halt sehr viel Datenbankzugriff dann halt stattfindet, deswegen dauert es halt leider Gottes irgendwie auch für meinen Geschmack zu lange. Und also sollte aber mit einem besseren Rechner, mit einer bisschen höheren Performance eigentlich nicht der Fall sein, weil es ist wirklich halt nur eine Speichersache, die im Hintergrund abläuft und passiert auch nur mit dem MT5. Im MT4 geht es ja wirklich halt, ja, ruckzuck, also das heißt, da sieht man ja fast gar nicht mal den Aufbau. Und im MT5 kann man dazwischen tatsächlich teilweise Kaffee kochen. Also kann ich leider sonst nichts dazu sagen. Das ist auch schon mal reported worden an Meta-Quotes, dass die generell die Dateizugriffe da irgendwie halt deutlich länger sind als im MT4. Aber kann ich leider von meiner Seite aus jetzt so nicht beheben. So leid mir das tut und so gerne ich das machen würde. Okay, dann nächste Frage, die ist etwas länger, deswegen lese ich dir das mal vor. Im MT4. Die Trades werden nicht immer an der Stelle im Chart angezeigt, an der diese ausgeführt wurden, sondern irgendwo zwischen den Balken im Nirvana. Das scheint, als würde die Zeitachse nicht korrekt berechnet. Kann man dies zurücksetzen? Zurücksetzen kann man es nicht, kann ich mir momentan, also gemeint ist ja vermutlich dann halt die Geschichte hier, ne? Ich mache halt irgendwie einen Trade-off und was weiß ich, lasse jetzt hier wenigstens mal eine Minute, über eine Minutenkerze laufen und wenn hier Trades eingeblendet ist, kriege ich ja hier überall die Markierung, die Vola ist heute wirklich unglaublich, von daher bin ich sehr froh, dass wir heute kein Live-Trading haben, das ist ja ganz schlimm, was da heute passiert. So, wenn ich das jetzt zumache, und dann ist ja wahrscheinlich das gemeint, ne? Aber das sollte eigentlich stimmen. Also das Einzige, was mir bisher, also das heißt, hier ist ja der Entry und da halt entsprechend der Exit. Das sollte ja irgendwie eigentlich passen. Und das Einzige, wo es mir mal aufgefallen ist, ist, wenn man eine Position dreht, dass die an falscher Stelle steht. Zeitlich, aber richtig, nur vom Kurs her nicht falsch. Also ich glaube, da brauche ich mal irgendwie dann halt mal per E-Mail oder so mal ein Beispiel, wo man das mal nachvollziehen kann. Bei mir ist es wirklich absolut gar nicht bekannt. Und der Heiko Behrens zum Beispiel verwendet das ja auch irgendwie ständig. Und auch von dem habe ich in der Richtung noch nichts gehört, tatsächlich. Also am besten mal eine Mail und dann irgendwie auch genau dazu schreiben, wirklich wie vorgegangen wurde, damit man das nachvollziehen kann, also reproduzieren kann. Und dann kann ich natürlich auch gucken, wo liegt der Haken, wo ist der Hund begraben und kann dem auf dem Ganzen natürlich nachgehen. Okay, dann schreibt ein Teilnehmer, seit dem Update 2064 funktioniert das Add-on NG Range Extended nicht mehr richtig. Ist dies bekannt? Da bin ich nicht für zuständig. Das macht der Timo, der hat das ja autark gemacht, das Extended. Und der hat aber ein Update hochgeladen. Also irgendwo hat das in die Gruppe gestellt, was wir aber ohnehin machen werden. Das kann ich auch für die Tage, jetzt für die Woche auch zusagen, dass man das dann auch das Extended Entry Range entsprechend über den Installation Manager dann installieren kann. Und aber ansonsten da bitte mal irgendwie gucken. Ich weiß nicht, ob der Timo hier dabei ist. Vielleicht ist der auch ansonsten so nett und postet einfach mal den Link dem Nelson und der Nelson kann ihn dann weitergeben. Jetzt hier im Webinar. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob er wirklich, ob er da ist. Ich habe jetzt hier auch noch nicht durchgeguckt, wer denn dabei ist und wer nicht. Genau, falls doch, dann einfach anschreiben, dann leite ich das gerne weiter. Okay, dann nächste Ach, der ist da. Frage. Ich sehe ihn Ja? schon. Ach. Ja. Also Okay. Timo, wenn das für dich okay ist, weil ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie lange gehostet ist. Stell's halt mal kurz hier rein und ansonsten hatte ich dir ja eh gesagt, dass wir das Ganze dann entsprechend da halt integrieren, dass über den Installation Manager dann halt geht. Okay, dann noch eine Frage zu dem Tool, ob es mit dem nächsten Update der Code mitgegeben wird. Von meiner Seite spricht da eigentlich nichts dagegen. Also ich glaube von Seiten Norberts da irgendwie auch nicht. Also ich will es jetzt nicht hundertprozentig zusagen, aber ich sag mal halt so, sollte eigentlich machbar sein. Ja, aber die Idee ist natürlich auch nicht meine gewesen, sondern ich habe ja nur die erste Version umgesetzt, der Timo dann weiterverfolgt. Also da will ich mich eigentlich raushalten aus der Entscheidung. Ich sag mal, was jetzt die normale NG-Range angeht. Also die hier, ich kann hier mal kurz irgendwie auch mal. Genau, das deine Version ist gemeint. Ja, klar, das ist von meiner Seite überhaupt gar kein
Problem. Klar. Okay, dann nächste Frage. Hallo Dirk, ein mögliches weiteres Performance-Problem. Seit dem letzten ominösen Windows und MT5-Update dauert die Initialisierung des Daytraders beim Starten zurzeit fast 1 Minute. Ist dies so bereits bekannt? Nicht wirklich. Also mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass es manchmal ein bisschen lange dauert. Es sollte aber eigentlich nur einmal am Tag so sein, weil da steht ja immer irgendwie Suchen nach Lizenz und danach ist es ja dann auch erledigt. Und das hängt womöglich dann wirklich nur mit der Sicherheitsgeschichte da halt in Windows zusammen, dass es halt deswegen irgendwie länger dauert. Aber generell halt eigentlich nicht. Also ich komme hier schon in den MT5 rein, aber habe das vorhin halt schon mal beobachtet, wo ich das gestartet habe. Und Initializing, ne, wie man sieht, ja, also vorhin hat es auch lange gedauert hier, jetzt halt nicht. Das dürfte tatsächlich wirklich nur einmal am Tag der Fall sein. Also kann ich gerne nochmal gucken, ob da irgendwas anderes vorliegt, aber da ist jetzt auch irgendwie nichts geändert worden, schon lange nicht mehr in dem Bereich. Trotzdem kann ich da mal gucken, aber mehr als einmal am Tag eigentlich wirklich nicht, ne? Also alle 24 Stunden dann höchstens mal. Weil die Lizenz halt auch immer wieder gepuffert wird in unterschiedlichen Zeitabständen. Okay, ein anderer Teilnehmer schreibt, er hätte das Problem auch, aber dann hast du damit auch beantwortet. Nur eine kleine Ergänzung noch zum Thema Abdocken. Aktuell ist die MetaTrader 5 Version Build 2007 vom 25. Februar, ja, diesen Jahres. Damit geht es auf jeden Fall. Okay, dann schaue ich mal nächste Frage. Oh, ich Das glaube, meine mit dem schon. Bitte? So, das. Nee, nee, ich gucke gerade hier wegen der Fragen. Ach so, was ist denn der Ranger unter Range Breakout O? Der Ranger unter Range Breakout O. Also sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, aber vielleicht kannst du damit was anfangen. Nö, kann ich nicht. Okay. Dann vielleicht nochmal an den Teilnehmer, vielleicht nochmal im Detail schreiben, was damit gemeint ist. Mit dem Stereo Trader kann ich ja einen Stop aufgrund zum Beispiel eines Moving Averages trailen lassen. Kann ich zum Beispiel auch den Supertrend-Indikator zu einer Trailing-Funktion umfunktionieren? Nein, also dafür müsste er im Stereo Trader vorhanden sein oder man müsste halt den Supertrend dann halt über ein Add-on dann halt machen. Also es ist irgendwie tatsächlich schon das ein oder andere Mal gefragt worden, hier das über den Supertrend da zu machen. Vielleicht sollte man das wirklich mal implementieren mit der nächsten Version. Also ich schreibe mir das auf alle Fälle wirklich jetzt mal auf und mal gucken, vielleicht kann man das ja wirklich mal irgendwie noch einbringen. Da ist von meiner Seite halt auch die Frage, die ich jetzt hier einfach mal in die Runde stelle, jetzt ohne dass wir hier gleich, glaube ich, eine Umfrage aufmachen müssen. Generell die Frage nach Trailing Stops, sind da noch andere Varianten gewünscht, wo man sagt, okay, das und das würde Sinn machen, weil ich will es natürlich auch nicht überladen, aber wenn wir halt die Möglichkeit haben, was hinzuzufügen, dann natürlich halt wirklich jetzt. Und was halt schon mal ein Gedanke war, den ich halt auch aber hier und da schon diskutiert habe, das ist, dass man halt zum Beispiel so eine Art Stufentrail macht, ja, dass man halt zum Beispiel sagt, okay, nach irgendwie 10 Punkten ist Break-Even, nach 15 Punkten Break-Even plus 5 und so weiter und so fort. Wobei der Grund, warum das bisher nicht gemacht wurde, ist, weil mir sich da die Logik nicht so wirklich erschließt, warum man da nicht direkt mit einem Trail sich hinten dranhängt, mit einem fließenden Trail, weil das mathematisch jetzt nicht unbedingt nachvollziehbaren Vorteil ergibt. Aber trotzdem, wenn natürlich irgendwie halt dann hier 30, 40 Leute sagen, ja, das finden wir super, das will ich unbedingt auch haben, und dann kommt sowas natürlich auch rein. Und deswegen, wenn da halt irgendwelche Vorschläge sind, gerne mal her damit dafür. Weil Trailing Stop ist jetzt nicht unbedingt das Riesenhexenwerk, um da einzugreifen, was dann halt irgendwie nachher dann sonstige Fehler mit sich zieht, sondern das ist relativ leicht machbar. Also wenn da irgendwas Okay. ist, einfach mal reinposten, der Nick ist leider Genau, sammeln. eine Antwort ist schon gekommen. Parabolic Stops als Vorschlag.
Und vielleicht ganz kurz, der Timo war so nett und hat die Links jetzt zur Verfügung gestellt. Die sind auch von Timo, nicht von FXLet, muss ich halt leider da auch an der Stelle sagen. Deswegen, aber die sind beide jetzt drin. Ja. Okay. Das mit dem Stop, wir können es ja erstmal sammeln und dann schaue ich mal, was alles so reingekommen ist, ja? Okay. Gut, dann schaue ich mal die nächste Frage. Ah, in der Pool-Statistik funktioniert das Umschalten der Trades nicht. Egal ob Klick oder Shift-Klick, wird der Trade nur ein- oder ausgeschaltet. Es erfolgt keine Umschaltung auf nur Punkte oder nur Geldanzeige. Ja, weil das auch nicht hier unten über die Ach so, doch, das steht hier unten drin, ne? Also wo es auf jeden Fall geht, ich mache mal hier irgendwie ganz schnell mal einen auf, wo es halt, jetzt kommt, jetzt bewegt sich wenigstens mal 5 Punkte. Damit man wenigstens mal irgendwas sieht hier. Wo es nämlich auf jeden Fall geht, ist, wenn man Shift-Klick hier oben auf die PL macht. Also das geht, das funktioniert auf jeden Fall. Und hier unten, das schließe ich jetzt tatsächlich nicht aus, dass das ein Fehler ist. Und muss ich aber gleich mal gucken. Boah, meine Güte, ey. Also die Wohler. So, komm, dann machen wir Minus-Trade, ist ja jetzt auch egal. Beziehungsweise da wäre ja noch einer gewesen. So, also. Genau, schaltet halt, ne, genau, der toggelt halt nicht. Also das heißt, der macht halt immer nur die gleiche Darstellung. Wo man es auf jeden Fall aber umstellen kann, ist, wenn man Shift-Klick hier oben auf die Trade-PL macht, als Beispiel. Dort. Hä? Was habe ich denn jetzt hier für ein Problem? Ne, das geht doch. Da ist es doch. So, ne? Also da sieht man es, wenn ich da mit Shift-Klick drauf gehe, da macht das auf jeden Fall. Und hier unten, das muss einfach nur nachgebessert werden. Also Funktion ist ja implementiert. Generell, also ich kann auch auf Pool-PL klicken, das ist eigentlich auch egal. Also es ist vom Prinzip her auf jede. Ist das mit jeder PL-Anzeige machbar? Sollte natürlich, weil es hier unten ja auch dran steht, sollte natürlich dann auch damit gehen, ganz klar. So, So, dann notiert. Ergänzung zum Range Breakout Frage. Der Teilnehmer schreibt, es steht unter dem Range Breakout steht Ranger. So, ich habe es nicht, ich kann es gerade nicht reproduzieren, deswegen. Unter dem Range Breakout steht Ranger. Ja. Also Nicht, dass sagt mir das ein jetzt. eigener Indikator ist oder so, der da jetzt dazwischen gerutscht ist, aber. Das kann höchstens, mal, Also was ich ich, halt mal gucken kann. Vielleicht hat sich da Ranger, halt einfach nur hier ein irgendwie. anderer Teilnehmer schreibt, Ranger ist in der Liste. Ach so, in der Liste. Bei mir hier. Das ist aber nur bei mir, ne? Das ist ja nicht bei den Samples, die draußen sind. Genau, also ich habe das nicht. Ne, dann ist es auch nicht relevant. Da stehen ja nur andere Sachen drin. Da steht auch hier vice versa. Weiß ich gar nicht, ob der drin ist. Da gibt es noch so ein paar Sachen. Nein, Die ist tauchen auch hier nicht drin. immer, die tauchen immer hier wieder mal auf. Und dann, aber das hat wie gesagt keine Relevanz, weil das heißt nicht, dass es dann auch letzten Endes in der Installation dabei ist, sondern hier gibt es ganz viele. Ne? Also wenn ich das Ding hier aufklappe, StereoTrader Internal, da kommen da halt mal über 150 Add-ons. Die halt alle mal irgendwann entstanden sind und wo ich mir überlegt habe, kommen die da rein oder kommen die nicht da rein? Und das geht halt ganz schnell, der bewegt sich auch ganz schnell von da nach da und dann war es das. Also, das ist nur eine Momentaufnahme hier, weil, wie ich auch vorhin gesagt habe, wir sind hier, das ist wirklich so ein Zwischenschritt jetzt halt auch, deswegen da bitte nicht dran irritieren, davon irritieren lassen, wenn da halt irgendwas nicht genau übereinstimmt oder wenn ich hier was habe, was ihr da halt nicht habt. Okay, dann nächste Frage. Der SerialTrader hat in den Tools den Punkt ATR Base. Wie nutze ich dieses Tool in Zusammenhang mit der Auto-Trading-Funktion? Nein, also ATR Base, das ist ja das Ding hier. Und ich mache den mal hier weg. So, das ist ja bei Tools dabei, die ATR Base. Hoffentlich klappt das jetzt hier. Das sind alles Sachen, die sind noch nicht unbedingt fertig getestet. Damit kann ich ja halt letzten Endes, also wenn die eingeschaltet ist, ja, da fehlt auch schon was, sehe ich schon.
Gucken, ob die überhaupt, ne, doch funktioniert. Mit der ATR Base kann ich halt das Pool-Panel steuern. Ja, ich kann also hier sagen, meine ATR, also meine Average True Range, ist irgendwie gemessen an 14 Kerzen jetzt hier im M1. Und generell wird auch hier die ATR angezeigt. Sorry, das heißt, meine ATR im M1 ist aktuell bei 5,18 Punkten. Das heißt, durchschnittlich hat einfach eine Minutenkerze eine Länge von 5 Punkten. So, jetzt kann ich ja damit dann sagen, wenn ich zum Beispiel halt scalpe oder was auch immer, dann kann ich mit dem ATR Base, kann ich ja letzten Endes meinen Stop Loss passend dazu einstellen lassen. So, wenn man jetzt halt mal guckt, hier steht jetzt SLX, das X steht für Faktor und das heißt, hier steht dann 1,0 und das bedeutet nichts anderes als der Stop Loss hat wird mit der berechnet mit 1,00 mal die ATR und das gibt entsprechend 1 mal 5 sind halt 5 Punkte und deswegen steht hier jetzt automatisch eine 5. Und genauso, wenn ich das halt ändere, wenn ich sage, hoppla, mein Stop-Loss, ich will aber hier halt hier irgendwie 2, da hätte ich einen Punkt machen müssen, so 2,5-fache als Beispiel von der ATR, 2,5 mal 5,3 sind abgerundet 13, also steht jetzt hier automatisch eine 13 drin. Das hat es damit auf sich. Ich kann damit aber nicht jetzt irgendwie andere Add-ons oder so steuern. Ich kann mir aber halt entsprechend, wie ich das gerade gezeigt habe, hier gemessen an der Volatilität hier meinen Stop setzen lassen. Ja, wenn ich zum Beispiel hier sage, ja, hier ist ein Widerstand und da oben gehe ich halt mal irgendwie eine Runde Short, nur mal als Beispiel. Hoppla. Das sind schon die lustigen Features von der neuen Version. Moment. Und ich gehe da oben halt als Beispiel Short. Und sobald die dann halt gefillt ist, und dann wäre dann halt mein Stop eben halt jetzt nicht nur hier 3, 4 Punkte, ja, sondern halt gemessen eben an der ATR, wäre dann halt hier mit dem Faktor 2,5 berechnet, steht dann entsprechend bei 13. So, und genau das kann ich auch machen für die anderen, also für einen Take Profit. Oder für einen Trading-Beginn oder für den Trading-Abstand. Das kann ich also alles dann halt automatisiert damit einstellen lassen, so dass es zur Volatilität einfach passt. Ja, weil das macht ja auch keinen Sinn, wenn man sagt, ich bin zum Beispiel immer im Minutenchart und habe immer einen Stop von 5 Punkten. Das macht halt keinen Sinn, wenn die Vola halt durch die Decke geht und dann geht die Order rein und fliegt in der nächsten Sekunde wieder raus. Und damit habe ich entsprechend halt die Möglichkeit, das halt anzupassen, dass es einfach zum Markt passt, also zur aktuellen Volatilität. Aber wie gesagt, nochmal, ich kann mit dem ATR Base, kann ich aber jetzt nicht wie zum Beispiel halt ein Range Breakout oder irgendwas halt steuern, sondern nur das Panel hier. Okay. Okay? Wie kann ich prozentual abhängig vom Stop die Size eingeben? Zum Beispiel 1% pro Trade bei unterschiedlichen Stops. Ja. Das geht halt, hier muss man das erstmal einstellen. Bei Layout, glaube ich, ist es da noch. Ja, und da stellt man die Quick Size Buttons, die stellt man auf Risiko ein, also hier bei Risk. Ja, also normal heißt, ich habe hier oben, das sind die Quick Size Buttons, ne, wo ich halt eben auf die Schnelle per Vorauswahl meine Positionsgröße festlegen kann. Und normal heißt, hier steht einfach nur als Faktor gerechnet halt die Positionsgrößen. So, und wenn ich das auf bei Risk stelle, also Risikodarstellung, dann stellt sich das Ganze jetzt hier hoffentlich um, auch in der Zwischenversion. Ich hoffe es mal sehr, ja. So, und dann habe ich halt hier oben die Auswahl zwischen prozentualen Positionsgrößen. So, wenn ich jetzt halt zum Beispiel und dann halt sage, ja gut, mein Stop ist 20 Punkte im DAU. So, und meine Positionsgröße ist 1%. Und dann wird die Order Size, sieht man hier schon, die wird dann halt entsprechend gerechnet. Ja, also 20 Punkte Stop Loss beim Risiko von 1% ergibt eine Positionsgröße von 2,9 Kontrakten. Und wenn man sich das hier mal anguckt, ah, das stimmt. Moment, ah, hier ist ein Faktor drin. Ah, das ist natürlich jetzt Quatsch. Also hier oben steht dann halt, wenn man das jetzt so macht, dann steht da oben entsprechend
0,3 müsste dann da oben drin stehen. So kann man das halt genau anpassen lassen, wie man halt entsprechend hier durch die Vorgabe mit dem Stop-Loss, wie man da halt entsprechend halt das natürlich entsprechend die Positionsgröße auf sein Risiko einstellt. Das Nette daran ist jetzt auch, dass man nämlich hierüber, wenn man das jetzt zum Beispiel wiederum koppelt mit der ATR-Base, ja, wenn ich die jetzt noch dazu schalte und er mir hier oben dann die Positionsgröße auch noch entsprechend, warum ist das jetzt nicht da? Ah, das, weil ich das hier umgestellt habe. Moment. Oder? Doch, da ist es. Genau. So, wenn ich jetzt, dann kann ich nämlich das Ganze noch weiter spinnen. Dann kann ich nämlich außerdem noch sagen, pass mal auf, rechne mir irgendwie halt mit einem Faktor 2 meinen Stop-Loss passend nach Davola aus. Und außerdem hätte ich darauf bezogen gerne irgendwie 1%. Ja, das heißt, er rechnet mit der Vola den Stop-Loss aus und mit der Risikovorgabe auch noch die Positionsgröße. Also so kann man das halt entsprechend dann halt machen. Okay. Also wenn Sie Fragen zu den Erläuterungen von Dirk haben, dann können Sie natürlich dann weitere Fragen in den Chat reinschreiben, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Gut, dann kommt hier eine längere Frage. Ich versuche es ein bisschen abzukürzen, aber inhaltlich nicht zu verändern. Ist es möglich, ein Add-on zu basteln, das verschiedene Sektoren abdeckt? Jetzt ist DAX gemeint. Es wäre nicht so schlecht, wenn man solche Indikatoren hätte. Dann hat man eine schnelle Übersicht, wo sich der Markt hinbewegen könnte. Wenn sie das machen könnte, das wäre super. Du hast halt die Frage, was soll es darstellen, ne? Also grundsätzlich technisch ist es machbar, mehrere Instrumente halt in einem Indikator zu verbinden. Das geht schon. Also, aber halt die Frage ist dann natürlich, was soll es entsprechend darstellen? Ne? Also ich brauche ja immer irgendwo einen Trigger. Also mal als Beispiel, wenn man sagt irgendwie, ich habe halt irgendwie einen gleitenden Durchschnitt von 200 im M15 und ich will halt auf einen Blick sehen, ob der Dow da drüber ist, der DAX da drüber ist und meinetwegen halt noch der Nasdaq oder irgend sowas. Das wäre zum Beispiel dann halt ein Trigger und ein Indikator, den man daraus halt ja natürlich auch ableiten könnte. Also da muss man halt einfach bei sowas klar feststellen, nicht feststellen, sondern festlegen, was man da halt im Endeffekt dann sehen will. Und dann kann man das natürlich machen. So, ob ich jetzt allerdings tatsächlich die Zeit dafür habe, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber das sollte natürlich vorher mal definiert sein, was das überhaupt können muss. Okay, dann nächste Frage. Wie kann ich die Deals-Anzeige ausschalten? Die Deals-Anzeige. Das heißt, also die hier, wenn die Trades dargestellt sind, oder wie, was ist da jetzt mit gemeint? Müsste der Teilnehmer jetzt dann nochmal was dazu schreiben? Das war jetzt nur die Frage, die reingestellt wurde. Aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt das gemeint, dann... Einfach nur mit Klick da drauf, ein- und ausschalten. Okay, der Teilnehmer hat geschrieben, die kleinen Dreiecke. Die sind eigentlich, also die hier, die sind ja eigentlich sowieso nicht mehr eingeschaltet, wenn der Stereotrader geladen ist. Aber ansonsten, also würde mich wundern, wenn die noch irgendwie da ist. Ja, ich glaube, das ist die Anzeige vom Metatrader gemeint. Da muss man ins Terminal gehen und in dem Reiter Historie und dort mit der rechten Maustaste hat man die Möglichkeit, die Trades entsprechend vom Chart zu löschen und gleichzeitig auch nicht mehr automatisch zu aktualisieren. Dann kommen die auch nicht wieder. Ja, ich glaube, das war damit gemeint. Also in Kontohistorie gehen, einfach rechte Mausklick im MT5 allerdings. Ach so, okay. Dann gibt es dort die Funktion auf Charts anzeigen und dann alle Deals löschen und dann den Haken bei automatisches Update entfernen, dann sollten die nicht mehr auftauchen. Gut, dann nächste Frage. Es geht hier auch, es geht hier um den Euro Pro, um das Euro Pro Add-on.
würde seit dem Update 2064 bei dem Teilnehmer hier nicht mehr funktionieren, ob irgendwas bekannt ist. Klares Nein. Also wenn das so wäre, dann wäre der Thorsten mir schon längst aufs Dach gestiegen, weil das ja doch ein paar hundert Leute sind, die das benutzen und ist mir absolut nichts bekannt. Also Euro Pro, das Original Euro Pro nicht. Ich weiß, es gibt noch ein anderes Add-on. Ich glaube, Euro Pro 3 nennt sich das Ding. Das kommt aber nicht von mir, sondern das hat auch jemand anders gemacht. Und da muss, wenn das damit gemeint ist, da kann ich nichts zu sagen. Also das muss der Thorsten in die Wege leiten, dass das irgendwie auf den neuesten Stand gebracht wird. Weil es gibt, ja, intern gibt es einen Unterschied für die Add-ons zwischen den alten Versionen und 2064. Aber da muss, wie gesagt, der Hersteller dann halt ran von dem Add-on. Und der bin ich ausnahmsweise mal nicht. Okay, also hier kommt noch der Zusatz Euro Pro 2, aber im Grunde genommen Euro Pro hast du ja, 2. Also Euro ja. Pro 2 muss funktionieren. Da gibt es überhaupt gar keinen Grund dafür, warum das nicht funktionieren soll. Auf MetaTrader 4, ne, davon reden wir. Ja, hat der Teilnehmer jetzt nicht geschrieben, bitte. Ja, MetaTrader 4. Ja, also gibt es überhaupt gar keinen Grund, wirklich nicht. Ist mir absolut nichts bekannt. Aber da halt im Zweifelsfall dann wirklich nochmal irgendwie genau aufschreiben und dann halt irgendwie an den Thorsten schreiben. Da kann er bestimmt dann wahrscheinlich irgendwie noch mehr dazu sagen, als ich jetzt irgendwie auf Anhieb. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt hier in der, na gut, ich bin jetzt hier im DAO, also von daher sowieso nicht, aber. Also das hier, was ich habe, wäre jetzt sowieso nicht relevant, wird jetzt funktionieren, wenn ich drauf drücke, aber es muss in der 2065 bzw. 4 muss es funktionieren. Ist Okay. absolut nichts bekannt. Dann, also der Teilnehmer abdocken geht, also diese Funktion gibt es nur im MetaTrader 5 integriert. Ja, Genau. MT4 nicht. Wo geht denn das Also überhaupt? da. Ich habe es verwendet. Ah, da oben, ne? Genau, oder Rechtsklick in den Chart und dann gibt es auch die Möglichkeit. Ah, okay. Ja. Dirk, jetzt ist hier die Frage, du hast es ja anfangs schon erwähnt. Was können wir denn für die neue Version erwarten? Ich werde jetzt hier aber keine Einleitung für die neue Version machen. Also, was es gibt, ich kann halt nur mal so ein paar Sachen mal halt hier nennen, beziehungsweise mal zeigen. Also, hier das Pool-Panel, da sieht man ja, das ist ein bisschen anders angeordnet. Da ist tatsächlich ein Feld dazugekommen, wobei ich aber auch gleich sagen muss, wer dann sagt, ja, sowieso schon irgendwie eng, es ist nach unten sogar mehr Platz als vorher, ja, obwohl Felder dazugekommen sind, weil das halt so ein bisschen anderweitig hier halt auch komprimiert wurde, aber ohne, dass man es halt merkt. Und zwar sieht man ja hier schon, es ist einfach nur hier eine konsequentere Anordnung hier von den Schaltflächen hier, Stop-Loss, Take-Profit, die sind halt jetzt neben dem Feld und nicht wie vorher halt darunter. Ne, sieht man ja hier. Hier ist es ja irgendwie noch drunter und hier ist jetzt direkt daneben, weil jetzt halt einfach hier bei den Geschichten ist es ja halt auch überall so. Und das ist jetzt hier erstmal konsequent durchgezogen. Also hier die wesentlichen Felder. Dann gibt es eine Änderung jetzt hier im Trailing. Und zwar gibt es jetzt hier ganz separat Trailing Start und hat nichts mehr mit Break-Even Safe zu tun. Ja, also es ist halt voneinander getrennt. Das heißt, ich kann den Trailing Start. Also den Trading beginnen kann ich halt unabhängig davon festlegen, wo ich eine Position Break-Even stelle. Und das war ja vorher immer verknüpft und das ist jetzt halt, habe ich aufgelöst, weil ich halt selber oft gemerkt habe, so das passt in ganz vielen Fällen halt einfach nicht zusammen und ergibt keinen Sinn. Und ich will einfach unabhängig davon, wann ich anfange zu trailen, meine Position Break-Even absichern. Und entsprechend ist es auch hier dann neues Feld dazugekommen, wo dann halt entsprechend auch Break-Even-Absicherung dann halt separat davon machbar ist. Was halt zum Beispiel auch neu ist, das sieht man auch schon hier, ich habe hier keine Nachkommastellen mehr, jetzt hier zum Beispiel im DAO, weil nämlich halt bei bekannten Symbolen, wie jetzt zum Beispiel halt hier dem DAO, wo halt einfach auch die Profildaten da sind und wo das auf dem Future dann entsprechend aufsetzt, werden halt entsprechend, wird auch das Profil konsequent durchgezogen. Was heißt das? Der DAO, wenn ich ihn halt hier sehe, jetzt hier einfach eine Anzeige, da habe ich halt irgendwie zwei Nachkommastellen. So, und das ist ja so eine, ich nenne es mal Quatschdefinition eigentlich von
hier im MetaTrader, weil der DAO hat keine zwei Nachkommastellen, sondern der hat gar keine. Und also zumindest mal der DAO Future nicht. Der Kassa DAO, der ist dann halt nochmal irgendwie mit Zwischenwerten berechnet, aber letzten Endes der Future nicht. Und die Profildaten heißt ja, wir sind zum Beispiel hier bei Symbol, da steht ja alles drin. Da ist der zugrunde liegende Future, ist der DAO Future. Der heißt im Original YM, läuft von dann bis dann und hat eine Tick-Size von 1,0. Das heißt also, ist es immer ein ganzer Punkt, wo der sich ändert. So, und das hat hier, diese Geschichten sind hier konsequent durchgezogen, so dass man halt auch hier nirgends mehr Nachkommastellen hat, sobald man entsprechend mit Punkten zu tun hat. Im DAX sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier den DAX aufmache, und dann hat man natürlich dort, weil der DAX ja halt eben auch halbe Punkte tickt, sieht man auch hier oben schon eine Anzeige, der kann nur 0 und 0,5. Ja, also immer nur halbe Punkte. Und der hat zum Beispiel jetzt hier halt auch eine Nachkommastelle im Stop. Und das hat einfach den netten Vorteil. Also auf der erstmal ist es ja sowieso so, ich kann ja hier einstellen, was ich will. Wenn ich jetzt hier anfange, mit irgendwie zwei Nachkommastellen zu arbeiten, das ist alles gut und schön. Aber jeder, der es mal irgendwie länger beobachtet hat, wird ja auch sehen, dass wir hier nicht irgendwie im Hundertstelbereich agieren, sondern das sind ja ohnehin dann halt immer halbe Punkte. Manchmal ist es minimal halt abweichend. Also im DAO ist es tatsächlich so, dass der zwar einen halben Punkt dann halt irgendwie mal anders getaxt ist, aber da kann man sich halt selber ausrechnen, was das halt irgendwie im Durchschnitt für einen Vorteil bringt, nämlich eigentlich gar keinen. Zumal, wie gesagt, der Future sowieso nur auf einen ganzen Punkt tickt. Und der Vorteil von der ganzen Geschichte, der ist halt einfach der, das kann ich mal kurz zeigen. Ich hoffe, das gelingt jetzt hier. Wenn ich hier zum Beispiel eine Position habe, so und mal angenommen, ich will den jetzt halt hier skypen. So, ich mache das mal hier ganz bewusst mal extra groß. Und mal angenommen, ich will den jetzt hier skypen. Ja. Erstens habe ich natürlich jetzt ohnehin mit der Break-Even-Safe-Funktion, würde der jetzt halt abgesichert nach 5 Punkten. Darum geht es jetzt aber gerade nicht, sondern, ach komm, Dauer, ey, wird doch hier mal irgendwie 2, 3 Punkte laufen können. Selbst wenn nicht, ich zeige es trotzdem, habe ich jetzt natürlich den Vorteil, dass ich halt hier einfach dann wirklich genau in der Tick-Size mit einem Klick halt hier auch eben manuell zum Beispiel halt meinen Stop verschieben kann. Das heißt, ich muss nicht mehr mit der Maus hier ran, sondern kann es entsprechend hier Punkt für Punkt beziehungsweise Tick für Tick dann entsprechend halt hier drüber einstellen. Also finde ich halt, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt versucht, irgendwie im Forward-Test. Und finde ich zum Beispiel halt eine Erleichterung. Und man hat halt natürlich auch hier genauso, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Stop-Loss verschiebe, ja, der rastet halt ein. Man sieht es ja, der springt ja. Ne, das ist halt nicht mehr flüssig so wie vorher, sondern er springt einfach wirklich nur noch in dem, was in der Profilgröße eingestellt ist, dann wirklich auch nur noch Punkt für Punkt. Und ich kann, das heißt, bin natürlich auch hier dann ein bisschen schneller und muss da nicht irgendwie genau irgendwie da halt rumzielen, sondern ich sehe direkt, wo das Ding halt einrasten wird. Und das ist zum Beispiel halt eine Änderung, die hier jetzt einfach kommt. So, und hier wird man jetzt sehen, wobei die Version, nee, doch, das ist hier ist auf jeden Fall die aktuelle, die jetzt hier in der Entwicklung ist. So, und da sieht man jetzt halt auch, Break-Even hat hier gezogen. Gut, Trading Stop war jetzt zwar an der gleichen Stelle, aber ne, das sieht man hier, ist völlig unabhängig davon. Mein Trading-Beginn hat damit nichts zu tun. Und ich kann, wie ich jetzt gerade halt gesagt habe, hier jetzt natürlich einfach Punkt für Punkt, dann komm schon. Ja, das ist natürlich das Schöne, wenn man halt eine Beta-Version hat, die noch nicht draußen ist. Ich mache den mal aus. Gut zu wissen. So. Ach nee, Quatsch, war doch richtig. Ich habe ja nicht, ich hätte ihn ja runterdrücken müssen. So, und so kann ich halt hier jetzt tatsächlich mich für Punkt, wenn ich das halt so skypen will, mich halt hier einfach hinter dem Kurs herbewegen, ohne halt da halt manuell halt arbeiten zu müssen, beziehungsweise halt hier visuell, sondern macht es dann entsprechend über die Anzeige. Das ist halt so eine Geschichte. Ja, also die hier, die finde ich halt, finde ich schon eine Verbesserung, eine Detailverbesserung, die wir halt hier haben. Gleiche gilt natürlich auch für Orders. Das heißt, sobald ich hier eine Order setze, die bewegt sich auch nur, wie man sieht, dann in einem festen Raster und nicht mehr irgendwie mit Zwischenwerten. Ja, sobald halt die Symboldaten beziehungsweise die Profildaten halt bekannt sind.
Und was man halt auch noch kann, das sieht man hier, das ist ja ein neues Panel an der Stelle. Das gab es ja vorher nicht im Future-Modus. Das heißt, ich kann hier für jede einzelne neue Order, kann ich halt vorher genau festlegen, was die halt zum Beispiel für Attribute hat und so weiter. Und ich kann auch von vornherein auch den Trail festlegen, was natürlich auch eine Erleichterung ist. Also zum Beispiel auch vor allen Dingen für die, die zum Beispiel Euro pro handeln und dann halt zum Beispiel direkt die letzte Kerze verfolgen möchten. Dann kann ich halt hier, wobei das ist jetzt heute hier gerade echt in der Bearbeitung, da kann ich jetzt nichts versprechen, ob das wirklich so funktioniert. Aber ich kann halt dann nachher hier auf jeden Fall auswählen, zum Beispiel PLH1. Das heißt, das wäre halt hier ein Trail direkt an der letzten Kerze, hier mit einem Abstand von 1. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will da long gehen, immer an der letzten Kerze mit einem Abstand von 1. So, und dann kann man hier klicken, wo man will, wie man sieht. Na, dann rastet die Order. Man sieht direkt, die rastet da oben drüber ein. Ja, Limit wäre halt natürlich entsprechend drunter und Stop drüber. Das heißt, ich kann auch hier nichts mehr falsch machen, was das Training angeht. Und sobald ich halt die Order hier reingebe, wird die halt oben jetzt entsprechend immer an der letzten Kerze getrailt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine. Und so kann ich dann halt zum Beispiel so eine Geschichte, die wäre jetzt eigentlich für Short, wäre die eigentlich auch gut gewesen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe hier so einen Anstieg, wenn der gebrochen wird, solange das Ding nach oben läuft, hänge ich mich einfach immer unter die letzte Kerze, bis die halt gebrochen wird. Das wäre jetzt halt hier gewesen und wäre jetzt hier an der Stelle erstmal short gefillt. Ja, so habe ich halt hier auch im Trading von Orders bisschen mehr Sicherheit oder deutlich mehr Sicherheit als vorher, weil ich halt einfach sofort sehe, wo wird die Order landen. Und genauso, wenn ich halt zum Beispiel Moving Average, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe halt hier irgendwie, ich will am EMA 200, will ich irgendwie long gehen. Ja, so, jetzt hat man es gesehen, ne, ist gesprungen. So, und hat dann halt einen akkuraten Fill oberhalb der letzten Kerze, ohne da halt viel klicken zu müssen. Und hier zum Beispiel genauso im EMA, ja, wenn ich jetzt sage, gut, da will ich halt long gehen. So, dann kann ich hier klicken, wo ich will. Dann sehe ich da unten, alles klar, der ist da unten. Ja, da ist mein EMA 200. Weil, auch wenn der nicht angezeigt ist, aber wenn ich den jetzt hier rein tue, wird man sehen, da ist er. Ne? Und die Order landet halt sofort da. Das heißt, da kann ich mich auch nicht mehr vertun und muss nicht erst die Order aufgeben und danach das Trading einstellen und dann halt irgendwie Gefahr laufen, dass ich mich verklicke, sondern sie hat einfach, wie hier gezeigt, sofort im Vorfeld, wo denn die Order überhaupt landen wird, wenn die getradet wird. Das sind halt zum Beispiel solche Geschichten oder auch hier, es gibt neue Order-Attribute. Das heißt, man kann dem Stereotrader danach hier auch beibringen, zum Beispiel halt sich Kauflevels oder funktionierende Levels zu merken und zum Beispiel dann halt immer wieder an der gleichen Stelle dann nochmal eine Order automatisch zu platzieren, sobald die halt geschlossen ist. Das können dann die Attribute, aber das muss man ein bisschen nachher, wenn es soweit ist, wenn hier die Präsentation ist, dann auch im Detail natürlich nochmal erklären, was es damit auf sich hat. Auch ein bisschen netter gemacht ist die, wenn man hier zum Beispiel Orders bearbeiten will. So, ne? Da hat man halt gesehen, da, man macht einfach weniger Fehler halt auch hier. Man sieht auch direkt, okay, die landet da unten, sondern nicht da oben. Und das ist eine getrailte Order. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, ich dann auch hier direkt eine Überschrift, eine Buy Limit, entsprechend hier blau markiert. Und hier sieht es natürlich auch ein bisschen anders aus, als vorher. Und das ist halt, wobei hier, das ist noch nicht fertig, aber da hat man halt auch bisschen besseren Zugriff eben entsprechend als vorher. Und vor allen Dingen, da sieht man es halt deutlicher im Single-Hedge-Modus. Und da fällt es noch deutlich mehr auf als jetzt hier zum Beispiel. Ja, und so sieht man auch, sobald ich eine Order aufgebe, werden halt die ganzen Attribute direkt halt hier übernommen. Und so kann ich halt auch direkt einen ganzen Stapel irgendwie an Orders dann halt losschicken, ohne halt jedes Mal da irgendwie das Trading und so weiter halt neu einzustellen. Bin da halt wesentlich schneller mit dabei. Und wenn jetzt zum Beispiel, wo ich gemeint habe, Euro pro, ich weiß, dass der Thorsten manchmal so seine Einstiege macht, das heißt, der sucht sich so einen Anstieg und trailt dann halt unter der letzten Order hinterher, wenn er zum Beispiel Short sucht und nimmt den dann halt als Einstieg. Und nochmal, das wäre halt hier, wie gesagt, zum Beispiel PLH1. So, Short, so brauche ich nur dahin zu setzen. Und dann hängt er direkt hier drunter. Und sobald sich der, wenn er sich weiter nach oben bewegt, macht er halt den Bruch von der ersten Kerze dann halt in dem Fall mit. Natürlich auch mit allen anderen Orderarten, wie zum Beispiel Priax und so weiter. Die gehen natürlich alle ganz genauso. Ne? Also Priax ist ja halt
nach Außenstäben. Wobei das jetzt hier wahrscheinlich das gleiche wäre. Da dürfte jetzt eigentlich nichts anderes. Doch, es kommt nichts anderes bei raus. Das sind erstmal so die wesentlichen Geschichten, also keine Riesensache, was natürlich eine Riesensache wird. Da bin ich aber schon im Beta-Test, ist ja schon lange drin, läuft auch eigentlich schon die ganze Zeit. Ist nur irgendwie noch nicht so wahnsinnig aufgefallen. Das ist halt eben das Cluster-Trading, was halt kommen wird. Das heißt, also die Beta-Version hatten, haben das alles schon mal gesehen. Das heißt, ich werde in Zukunft in der Lage sein, zu sagen, okay, pass mal auf, ich habe halt hier meinen DAO und ich mache das mal hier ein bisschen kleiner. Ich habe halt hier meinen DAO im 5-Minuten-Chart und ich habe hier oben Widerstandsbereich, da unten Supportbereich. So, und den handle ich über die strategische Order. Das heißt, ich kann dann nachher hingehen und sagen, okay, das ist mein Algorithmus hier für die strategische Order. Wer die nicht kennt, sollte sich wirklich unbedingt mal die Videos dazu angucken. Das ist, finde ich, eine hochinteressante Geschichte und deswegen habe ich die halt auch weiter ausgebaut. Und das heißt, ich kann in Zukunft, kann ich einfach Cluster festlegen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, mal auf, machen wir hier mal einen rechteckigen Widerstandsbereich oder einen rechteckigen Bereich. So, dann habe ich halt hier so ein Cluster, also beziehungsweise erstmal nur ein Rechteck. Ich sage dem zum Beispiel hier oben, der ganze Bereich, Kollege, das ist Widerstand. Und dann kann ich halt hier sagen, wenn das Widerstand ist, dann gehe ich dort short, solange sich der Kurs in diesem Ding hier drin bewegt. So, mache hier einmal Apply, dann färbt sich das um, wie man sieht. Und das ist dann halt jetzt mein Widerstandsbereich. Und genauso umgekehrt kann ich natürlich auch sagen mit Long. Ja, zum Beispiel sagen hier unten, okay, da ist meine Kaufzone, da will ich immer Long sein. So. Kann auch hier, wenn ich das mit Shift mache, nur mal als Beispiel, dann wird der ganze Tag ausgefüllt. Ja, macht es halt auch so ein bisschen einfacher. Das heißt, wenn ich hier rüber gehe, sieht man wahrscheinlich noch gar kein Ende, wobei die hier war jetzt manuell gezeichnet, kann das aber jederzeit halt auch nochmal ändern. So, man sieht, ja, hier ist es dann aktualisiert, einmal mit Shift und dann ist es halt für den ganzen Tag. Und sobald ich dann halt Cluster Trading einschalte und dann geht der halt hin, jetzt mit der nächsten neuen 5-Minuten-Kerze wäre das an der Stelle und würde dann anfangen, halt hier zu handeln. Also würde hier immer short gehen in dem Bereich, solange der Kurs da drin ist und hier unten immer long. Gibt natürlich auch noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich kann auch hier mit diagonalen Linien halt arbeiten. Ja, kann dann zum Beispiel sagen, wenn er hier runterkommt, dann machst du da unten halt, also man sieht, gibt schon ein paar mehr Optionen. Das muss man auch mal alles ausführlich dann natürlich machen. Kann sagen, hier generell, wenn du da unten hinkommst, lass das mal mit short. Ja, kann ich halt auch dann so, das habe ich nicht eingestellt, zum Beispiel ein End Short Hold, ja, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen schnell hier für das Webinar, aber dann kann ich halt genau sagen, wo meine Widerstandszonen sind, wo meine Supportzonen sind und kann halt einfach hier die Tendenzen dann halt handeln. Das muss natürlich auch mal alles, um da mal eine vernünftige Performance ja, um da mal ein Gefühl dafür zu kriegen, muss man das, glaube ich, auch mal irgendwie ein paar Monate mal im Live-Test auch mal so machen. Und um da halt mal zu sehen, ob das wirklich Sinn macht, so zu handeln. Ich glaube nämlich tatsächlich schon, weil man ja schon weiß, irgendwie, wenn der Markt irgendwie losgeht, wo halt irgendwie Widerstandsbereich ist und wo nicht. Das heißt, man muss ja dann hier auch nicht oder wird dann auch nicht mit einem engen Stop arbeiten, sondern eher dann halt mit kleineren Positionsgrößen und einer entsprechenden Verteilung. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Man kann das nämlich auch generell so einstellen, dass es nicht nur alle 5 Minuten, sondern mit jeder Sekunde. Und da sieht man hier auch, geht direkt los. Dann hat er dann erkannt, hier oben ist der Short-Bereich und handelt den jetzt entsprechend dann an der Stelle. Ja, hier oben mit der Positionsgröße und halt Trading und so weiter kann ich mir dann alles einstellen und handelt mir dann halt einfach die Tendenz über den ganzen Tag, wenn ich das halt will. Beziehungsweise so, wie es halt eingezeichnet ist, ne, über den Zeitraum. Ich kann es einfach genau festlegen, von wann bis wann. Und hier sieht man ja jetzt, das wurde ja automatisch so eingezeichnet, dass wir hier am Tag angefangen haben und dort ist dann halt nachher 23 Uhr, dort würde er dann aufhören. Ja, wobei ich das aber ganz klar natürlich zeitlich so einschränken kann, wie ich das will. Und was halt auch geht, sind tatsächlich auch solche Geschichten. Das heißt, ich kann auch
Kanäle, sofern ich in der Lage bin, den hier zu bewegen. Da bin ich irgendwie gerade nicht dazu in der Lage, wie ich sehe. Ja, das heißt, ich kann auch mit diagonalen Gebilden in jeder Form, sag mal, lässt das Ding hier sich bewegen. Wo ist da? Das ist echt immer tricky mit den Dingern hier. Ich kann auf jeden Fall halt dann solche Geschichten halt hier einzeichnen, wie ich sie halt möchte. Und kann dann halt einfach, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand mit diagonalen Trends arbeitet, der kann dann zum Beispiel an die Unterseite von so einem diagonalen Trend dann halt auch genau so eine Geschichte dann halt hinzeichnen und dann auch klar sagen, ab von wo bis wo, ab wo besser nicht mehr. Und nimmt dann halt nicht nur einfach die Bewegung als solches mit oder den Trend als solches, sondern das Rauschen in dem Trend. Und das ist eigentlich das, was es halt auch ausmacht und was es halt auch interessant macht. Also das ist natürlich eine größere Geschichte, die mit der 2.0-Version jetzt auch kommen soll. Und aber wie man schon sieht, erfordert ein bisschen mehr Erklärungsbedarf. Aber da das ja auch in allen Webinaren, die wir generell zur strategischen Order gemacht haben, ja auch immer eigentlich gut angekommen ist und auch Sinn macht, rein mathematisch, beziehungsweise von der Wahrscheinlichkeit her, ist es natürlich halt schon eine recht ordentliche Sache, die da kommen wird. Ja, also ich denke, wir können auf jeden Fall da nochmal ein Webinar dazu machen. Wenn die neue Ja, gerne. Version online Keine Frage. ist, dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Einführungswebinar. Ich will Ja. dich auch gar nicht unterbrechen. Wir haben aber tatsächlich noch einige Fragen. Also wir machen auf jeden Fall zeitnah ein Webinar, wenn natürlich die Version fertig ist. Und dann können wir wirklich detailliert dann darauf eingehen. Bitte an der Stelle keine Fragen mehr in den Chat reinschreiben. Das werden wir zeitlich nicht mehr schaffen. Dann gerne fürs nächste Mal oder per E-Mail an uns senden. Sollen wir weitermachen oder möchtest du noch gerne zu Ende ausführen? Nee, nee, nee. Wenn wir noch Sachen haben, auf jeden Fall bitte machen. Ja, Weil wir natürlich okay. auch irgendwann fertig werden müssen hier. Genau. Dann ist noch eine Frage, ob es zwischen MT5 und MT4 einen Unterschied gibt, natürlich auf den Stereo Trader gemeint. Eigentlich nicht. Also, beziehungsweise minimal. Wir haben, es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten eigentlich nur. Wir haben halt hier was mir jetzt irgendwie auch gerade auf Anhieb einfällt, ist, dass man halt hier zum Beispiel halt einen zusätzlichen Chart einblenden kann im StereoTrader 5, im MetaTrader 5, beziehungsweise eine MT5-Version vom StereoTrader. Das heißt, hier kann ich mir einfach ein paar mehrere Zeiteinheiten dann irgendwie in einem Chart dann halt darstellen. Aber ansonsten fällt mir da irgendwie gerade nicht so wirklich viel dazu ein. Oder täusche ich mich da? Ich glaube aber eigentlich nicht. Ansonsten ist das nämlich eigentlich alles identisch soweit. Na. Okay, dann nächste Frage. Bei mir verschwinden im MT5 die Intraday, Prior Day, Hoch-Tief-Linien beim Reinzoomen in den Chart. Es bleibt nur die Beschriftung an der linken Chartseite. Dazu sind gezeichnete Objekte manchmal nicht mehr durch Doppelklick auszuwählen. Ja, die Doppelklick-Abteilung im MT5, die haben wir ja echt schon zu Genüge irgendwie. Aber wir haben immer wieder festgestellt, es funktioniert. Aber die haben da irgendwas verschlimmbessert, generell im MetaTrader 5. Und was auch jetzt nichts irgendwie mit dem StereoTrader zu tun hat, man muss nur furchtbar genau zielen. Und so, und was verschwindet jetzt genau nochmal? Intraday, Prior Day, Hoch, Tief, Linien beim Reinzoomen. Da bleibt nur die Beschriftung, sagt der Teilnehmer. Jetzt hier erstmal auf Anhieb nicht. Ah, da sieht man es, ne? Ja, okay. Muss ich mal gucken. Muss ich mal notieren, was es damit auf sich hat. Ja, sehe ich ja, ne? Okay. Ist natürlich ein Bug, Gut. schon klar. Wie kann man die Linien der Pivots und Intraday Low und so weiter verkürzen? Bei einigen Charts sind diese ganz links bei mir. Ja, gar nicht. Weil das Intraday High und Low fängt natürlich am Tagesanfang an. Ne? Also, das ist ja halt alles immer so gerechnet, wie das Profil ist. Also, wenn ich halt das Profil hier eingestellt habe, die Symboldaten hier auf, wie zum Beispiel hier beim DAO auf 0 Uhr, und dann fängt jede Berechnung auch bei 0 Uhr an. Das heißt, und wird auch von da auch angezeigt. Das heißt, wie man hier sieht, das Volumen im Hintergrund, Intraday High Low und deswegen, das ist halt der Grund halt auch dafür.
Das heißt, wenn ich das kürzer darstellen wollen würde, was natürlich ja keinen Sinn macht, dann müsste ich halt die Symboldaten halt ändern. Also es macht keinen Sinn, die Symboldaten zu verkürzen. Das meinte ich damit. Weil ja dann natürlich auch, wenn ich jetzt nämlich hier einstelle, zum Beispiel 18 Uhr. So, und dann wird man halt sehen, der rechnet dann auch erst ab 18 Uhr, Tageshoch und Tagestief. Und das ist ja auch der ganze Sinn davon. Deswegen wird es natürlich auch analog dazu dargestellt. Ja, weil so kann ich nämlich halt, das ist der Hintergrund, ich sage, ich will halt nur irgendwie 15:30 Uhr den Kassamarkt irgendwie bis 22:15 Uhr. So, und dann zeigt er mir natürlich auch nur den Kassamarkt hier an, das Hoch und Tief vom Kassamarkt. Das ist halt der Hintergrund davon. Und deswegen ist es natürlich auch ab da gezeichnet, damit man auch sieht, ab wo auch die Berechnung beginnt. Okay, dann gibt es noch eine weitere Frage zu der Tickwert bzw. Tick Size, was du eben genannt hast. Ob man diese jetzt vom Broker jetzt mit dem Serial Trader nicht mehr handeln kann, also wenn das abweicht. Nee, tatsächlich nicht, ne? Also das heißt, sobald ich halt hier die 1,00 habe, ich meine, man kann sich überlegen, ob man dieses Feld editierbar macht, aber was kann ich denn handeln? Also das heißt, ich habe ja so oder so, ich kriege ja nicht wirklich eine Ausführung, ja, von irgendwie, die in dem Bereich liegt. Also das funktioniert ja so oder so nicht. Das ist dann letzten Endes der Feinstaub, nenne ich es mal, der mir das Slippage halt verloren gibt, weil er sowieso keinen Sinn ergibt. Und das macht ja auch keinen Sinn, einen DAO irgendwie mit, wie jetzt hier, 881,5 zu handeln, wenn es die im DAO gar nicht gibt. Ja, also das ist halt, da wird man halt jetzt, wir werden noch ein bisschen rausfinden müssen natürlich, wie das halt entsprechend auch ankommt, wie das angenommen wird. Auch jetzt entsprechend dann halt im Beta-Test. Wenn dann natürlich irgendwie 20 Leute dann sagen, nee, das ist total doof. Und dann werde ich mir natürlich da was überlegen müssen. Aber ich finde es jetzt erstmal ist es jetzt so, ja. Ist aber noch nicht Weisheit letzter Schluss. Und das hängt natürlich einfach, wie ich gerade gesagt habe, ganz klar davon ab, ob ich jetzt nur der Einzige bin, der da Sinn drin sieht oder ob da ganz viel Zuspruch entsprechend kommt. Also ich halte es jetzt erstmal für hoch sinnvoll, das so zu machen, weil man einfach eine bessere Genauigkeit an der Stelle bekommt, die einfach wesentlich näher am echten Markt dann auch dran ist, wie wenn man mit den Zwischenwerten halt arbeitet. So heißt aber nicht, dass das im Endeffekt tatsächlich dann wirklich so bleiben wird. Also ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen verständlich beantworten. Okay, dann haben wir es geschafft für heute, Dirk. Wie, das war's schon? Nee, ich, um Gottes Willen, nee, alles gut, ja, danke. Weil das letzte Mal, als ich gedacht habe, das war's schon, hing wir hier, glaube ich, noch eine halbe Stunde. Ja, das stimmt. Wobei, eine Frage habe ich tatsächlich noch, jetzt wo Ja, du sehr das gut. sagst. Nein, nein, wirklich nur eine Frage noch. Und zwar war das ja mit dem Skype-Agent im Forex-Bereich. Ob du das Geht. nochmal. Habe ich vorhin noch probiert, bevor wir hier Okay. gestartet sind. Also, da brauche ich dann halt tatsächlich für sowas dann auch nochmal irgendwie ein ganz explizites Beispiel, dass, wo es nicht gehen sollte. Ich habe das jetzt vorhin wirklich hier mal ganz schnell, bevor wir hier losgelegt haben, habe ich mir das nämlich noch angeguckt. Also hier extra den Euro mal aufgemacht, dann den Skype-Agent. Wo ist er? Gerade war er doch noch da. Weichen So. die Versionen ab oder sind die gleich? Ja, meine hier sind natürlich alle ganz anders, ne? Also ich bin hier bei 2500 irgendwas. So, Ja. und wenn ich jetzt hier nächste Kerze, die haben wir jetzt ja gleich, kaufen will. Ah, gleich nicht im M15, vielleicht ein Minutenwechsel. Also ich bin M15, okay. Ja. Genau, machen wir es halt da. So, 15, eine Minute. Ja gut, dauert jetzt auch lange. Aber vorhin hat es funktioniert. Also bei solchen Sachen, die halt dann halt, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, die dann natürlich jetzt hier dann halt sofort funktionieren. Will ja nicht ausschließen. Also ich glaube, man merkt es halt auch, wenn es irgendwie halt irgendwo einen Fehler gibt und dann schreie ich sofort hier und sage, ich mache das. Jetzt hat man ja gesehen, funktioniert. Aber nichtsdestotrotz kann es ja immer wieder mal irgendwie Situationen geben, wo irgendwas nicht funktioniert. Und dann brauchen wir einfach wirklich eine ganz glasklare Beschreibung von der Vorgehensweise, so dass es reproduzierbar ist. Weil auf Anhieb sieht man ja, es geht ja. Ne? Also wobei du ja, Nelson, also als wir uns getroffen haben, ja auch noch gesagt hast, geht irgendwie nicht, aber es geht. Ne? Der Ja, ist aber auch, bei ja. mir auch tatsächlich nicht funktioniert. Aber ich wundere mich gerade, dass die Buy-Order jetzt mittendrin, also die Katze war ja noch nicht vorbei, oder?
war ja noch Doch, doch, 34. sicher. Ach so. Jetzt ist die Kerze vorbei. Der hat es aber auf jeden Fall mit der neuen, ja, die Uhr, ne, die geht nach, warum auch immer. Da musst du mal den Broker fragen, warum die Kerze außerhalb von der Uhr kommt. Weil das ist nicht die Lokalzeit, das ist die Serverzeit, die vermittelt wird. Und tatsächlich haben wir hier, hast du recht, haben wir gerade eine Abweichung gehabt, warum auch immer. Also das heißt, er guckt ja halt nur nach der neuen Kerze, der Skype-Agent. Der guckt nicht auf die Uhr, sondern der guckt nur, okay, gibt es eine neue Kerze? Ja, dann Feuer. Ne, Ja, dann das schaue ich mir noch mal ganz genau die Aufzeichnung an. ist ja, genau. Mach das mal. Ich kann ja mal hier zumachen. Das sieht man bestimmt dann gleich nochmal. Also ich muss ja hier natürlich auch was eingeben. So, jetzt haben wir noch irgendwie 10 Sekunden. Manchmal ist es auch so, dass natürlich hinterher, also hinterher hängen ist eigentlich normal. So, jetzt 3 Sekunden. Nö, passt. Jetzt passt's, Also, ja. ja. Ne, das kann immer mal abweichen. Also, weil es gibt auch immer eine neue Uhrzeit, eigentlich nur oder fast nur, wenn es auch einen neuen Tick gibt. Von daher kann es auch mal hier ein bisschen hängen. Weil hier ist ganz bewusst, das ist die synchronisierte Serverzeit, das ist nie die Lokalzeit, außer es steht ein L dahinter. Dann heißt es nur irgendwie, ja, der Markt ist gerade zu, Server liefert keine Uhrzeit. Und dann er versucht es immer noch so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Da ist aber eine Messung drin, die halt feststellt, wenn der Server keine Uhrzeiten mehr liefert und dann springt es um auf L. Dann sieht man auch ganz deutlich. Und dann habe ich hier die lokale Zeit eingeblendet. Aber ansonsten bin ich hier immer, egal, auch wenn meine Uhr intern noch so verstellt ist, hier oben bin ich immer mit der Serverzeit synchronisiert. Trotzdem kann es aber sein, dass wenn eine Minute um ist, dass noch kein neuer Tick da ist, dass der dann irgendwie 3, 4 Sekunden später kommt. Und der Skype-Agent, hier heißt der Action Next Bar. Ne, das heißt also entsprechend auch mit der nächsten Kerze reagiert das Ding hier. Okay, dann haben wir aber es jetzt wirklich geschafft. Ich habe die Feedbacks bezüglich Trailing Stops habe ich gesammelt. Werde ich Okay, dir dann super. per E-Mail schicken. Und ja, bedanke mich an der Stelle natürlich bei dir. War ja heute wirklich viele Informationen und alle freuen sich natürlich auch schon auf die nächste Version. Wurde hier auch in dem Chat geschrieben. Ich habe auch zurückgeschrieben, dass du das ja über Nacht fertig machst und das morgen online stellst. Genau. Und nein, also vielen Dank und natürlich an die Teilnehmer für die Fragen, für die Interaktion. So macht es natürlich auch Spaß. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Aufzeichnung versuchen wir wie immer so schnell wie möglich online zu stellen. Haben Sie noch eine schöne Woche, passen Sie auf Ihre Trades auf und würde mich freuen, Sie das nächste Mal dann hier mit Dirk. Ich müsste gucken, das ist auch schon nächste Woche, Dienstag. Ach, Da haben wieder. wir wieder. Da haben wir wieder Webinar, Dirk. Also, von mir aus vielen Dank, schönen Abend und Dirk, Dankeschön. Jo, danke auch von meiner Seite, euch auch schönen Abend. Freue mich aufs nächste Mal. Danke, Nelson. Und hier kurz, knapp und bündig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.